Hallo, ich bin Carsten in Ilsenburg und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute ein Stück begleiten. Ja, und von hier oben gibt es dann einen kleinen Blick Richtung Ilsenburg. Bin heute an meinem Hotel bei Ilsenburg gestartet. Das Hotel liegt etwas außerhalb und bin jetzt auf dem Weg zum Ilsenstein. Und am Hotel ging es dann jetzt erstmal steil bergauf. Es ist windig heute. Gestern hatten wir Schnee. So knapp über dem Gefrierpunkt von den Temperaturen her, würde ich sagen. Aber jetzt haben wir es laut Thermometer am Hotel um die 10 Grad. Ja, und hier mitten im Wald ragt dann auf einmal so ein Riesenfelsen vor einem auf. Schon beeindruckend. Ja, und es geht ständig bergauf hier auf dem Stück zum Ilsenstein. Aber bald bin ich oben. Es ist ganz schön windig. Bin jetzt am Ilsenstein angelangt. Ich werde da mal hochgehen. Ob ich da oben die Kamera anmache, weiß ich nicht. Ist tierisch windig. Schauen wir mal. Im Moment, jetzt geht es wieder. Bin mal gespannt. Normalerweise müsste man von hier aus mein Hotel sehen können. Ja, und da unten, dieser längliche Kasten, ist das Hotel, in dem ich jetzt 2 Nächte schlafen will. Ja, glücklicherweise haben sie hier im Harz die ganzen Felsen begehbar gemacht. Geländer, überall Treppen, weil die Leute würden sonst eh hier hochklettern. Ja. Von hier aus hat man natürlich einen super Ausblick, keine Frage. Felsbrocken überall. Der sieht auch ganz toll aus. Und hier links und rechts des Weges bin jeweils auch noch ein Bach runter. Deswegen rauscht es hier eigentlich auch ganz schön heftig die ganze Zeit. Aber wir sind jetzt wieder unterwegs nach unten ins Ilsetal.
Ja, und das ist jetzt die Ilse. Müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Jetzt geht es dann hier zurück Richtung Hotel, vorbei an der rauschenden Ilse. Aber ich habe beschlossen, es ist noch zu früh, zum Hotel zu gehen. Deshalb werde ich dann jetzt gleich nochmal wieder links bergauf aus dem Tal aufsteigen, hoch zu den Westernberglippen und dann zum Froschfelsen noch hochgehen. Also, wenn ihr noch Lust habt, bleibt dran. Wir sind jetzt hier an den Westerklippen oder an der Westerklippe. Es ist sehr windig, deswegen habe ich jetzt mal den Hut abgelegt, will da mal rauf und dann werde ich aber auch zusehen, dass ich aus dem Wald rauskomme, weil es ist wirklich ganz schön stürmisch. Also ich weiß nicht, ob ihr mich hier in dem Wind überhaupt verstehen könnt. Ja, jetzt bin ich auf der Westernklippe. Ich denke mal, ihr hört, dass es ganz schön windig ist. Aber die Aussicht ist schon grandios. Das hier soll dann jetzt der Froschfelsen sein. Ja, man, mit ein bisschen Fantasie kann man schon erahnen, dass es einen Frosch darstellen soll. Aber wahrscheinlich auch nur von der einen Seite hier. Ich kann da hinten schon die Straße sehen. Dann geht es gleich zum Parkplatz. Und dann zum Hotel zurück. Ich muss hier ganz schön aufpassen, wo ich laufe, weil hier sind überall kleine Felsen und Wurzeln im Boden, sodass du schon wirklich hingucken musst, wo du hintrittst. Ja, das war dann der zweite Tag im Harz. Der zweite Tag von meinem Mini-Urlaub. Morgen geht es dann wieder nach Hause. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.